Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Dieser Vlog wird tatsächlich so eine kleine Vlog-Reihe. Wir ziehen nämlich nächste Woche um mit der ganzen WG. Aus verschiedenen Gründen. Ihr habt ja auch schon häufiger vielleicht in meinen Vlogs gesehen, dass wir so ein paar Probleme mit der Wohnung hatten und einfach insgesamt auch nicht so happy waren dann. Naja, auf jeden Fall haben wir eine neue Wohnung und ziehen um. Und genau, in diesem Vlog werde ich euch so ein bisschen bei dem ganzen Umzugsprozess mitnehmen und dann der nächste Vlog wird halt so das Einrichten sein. Also es kommt sehr viel Interior-Content. Und da wir in einer Woche umziehen und ich noch nichts gepackt habe, muss ich jetzt auf jeden Fall mal anfangen. Wir haben so Kartons bekommen vom Umzugsunternehmen. Ich glaube, wenn ich die Klamotten hinter mich, also wenn ich die Klamotten komplett eingepackt habe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal viel geschafft. Hallo, es ist ein neuer Tag, ein neuer Packtag. Ich habe mittlerweile drei Kisten vollgepackt. Hier einmal die Anziehsachen aus der Kommode. Und ja, diese Kommode hatte ich ja gestern noch gepackt. Ich werde mich jetzt mal an die Kleiderstange dran machen. Die ganzen Blazer und Pullis, die da noch hängen. Und ja, es ist einfach ein echt langer Prozess. Heute werden nochmal neue Kartons geliefert. Ja, wir sind jetzt in der Küche. Es ist 10 Uhr. Kann ich auf die Uhr dingsen? Ja, Viertel nach 10 Uhr. Wir packen jetzt die Kartons in der Küche. Das heißt, die ganzen Teller, das Geschirr und halt, was sonst hier noch so rumsteht. Also ich glaube, alles schaffen wir diese Nacht eh nicht mehr. Es ist Samstag und am Dienstag ziehen wir um. Also, ja. Jetzt kriegen wir kein Sprudelwasser mehr die nächsten Tage. Die Kaffeemaschine ist auch schon weg. Das ist natürlich auch tragisch. Gestern noch bis 3 Uhr gepackt, aber relativ erfolgreich tatsächlich. Also der aktuelle Stand, die Kommode ist eigentlich so gut wie leer. Da sind die ganzen Sachen von der Kommode drin. Ich habe sogar schon angefangen Kissen, also von hier die Decke und das Kissen und so einzuräumen. Das sind meine Anziehsachen. Hier habe ich aussortierte Klamotten. Ich hatte erst überlegt, die auf Vinted jetzt zu verkaufen, aber das mache ich dann, glaube ich, wenn ich in der neuen Wohnung bin. Und ansonsten habe ich hier oben halt noch mein Make-up, aber der Rest ist eigentlich leer. Also hier habe ich noch ein paar Tops, die ich jetzt so die nächsten Tage halt anziehen werde. Ja, alles mit der Zeit, das wird schon. Ich habe hier das einfach so da reingetan. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann.
Flohmarkt und habe da Sachen verkauft. Und vielleicht mache ich das einfach nochmal. Also das hier sind gerade die ganzen aussortierten Klamotten. Und es hat nämlich echt Spaß gemacht und ist irgendwie auch voll cool, wenn man dann so sieht, an welche Person das so dann kommt, wenn ihr das so nicht meint. So, nach einer längeren Pause, es ist schon dunkel, es ist 8 Uhr, nee, es ist 9 Uhr, es ist schon 9 Uhr, weil die Zeit wurde ja auch bestellt. Nein, kein Problem. Sind wir jetzt wieder am Packen, beziehungsweise erstmal kochen wir jetzt und dann packen wir weiter. Aber ja, mit der Küche sind wir eigentlich schon ganz weit gekommen. Ich finde, mit den Tassen gerade schon. Ja. Weil wir haben jetzt alle Tassen. Wir haben alle Tassen. Hier, sieht ziemlich leer aus. Also das haben wir noch gelassen, damit wir die nächsten Tage halt essen können. Und jetzt wird gekocht. Es ist Montag, morgen um 8 Uhr kommt das Unternehmen, das Umzugsunternehmen. Anna und ich sind ja momentan alleine in der WG und zu zweit ist das dann doch echt ein bisschen viel. So, hier habe ich so eine random Kiste gemacht mit Sachen aus dem Flur. Und hier sind wir wieder am Teller einpacken. Und ich habe jetzt hier mal so eine Liste angefangen mit Sachen, die noch eingeräumt werden müssen. Weil wir haben jetzt hier zum Beispiel... Nein, das war die falsche Seite. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einfach noch so, ja, Essensreste. So, ihr seht, mein Schreibtisch ist auch schon fast leer. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Work-Area aufgebaut, weil ich noch ein paar Sachen machen muss eigentlich. Genau, deswegen haben wir gerade das Packen so ein bisschen auf Pause gemacht. Und hier die Anziehsachen sind übrigens noch, die ich jetzt die nächsten Tage halt noch anziehen werde. Also ich musste mir ein paar Sachen draußen lassen. Das Problematische ist auch diese Kiste hier, also die geht halt obviously nicht zu mit dem Laptop. Ja, die müssen wir dann so rübertragen. Immer noch sieht es sehr messy aus, aber wir kommen gut voran. Essen! Yay, okay, es sieht echt nicht gut aus, aber kurze Pause. Wir fahren jetzt in die neue Wohnung und ich weiß nicht, ich bringe da schon mal ein paar Sachen hin oder so. Meine Mutter ist jetzt übrigens zu Besuch und genau. Wir haben heute nochmal echt so viel gepackt, weil Anna und ich gestern Nacht nicht ganz so weit gekommen sind, wie wir eigentlich wollten. Also wir hatten heute noch extrem viel zu tun. Morgen um 8 kommt das Umzugsunternehmen. Mein letztes Abendessen in dieser Wohnung. Ich sehe auch wirklich sehr fertig aus, sehe ich gerade. So ist jetzt der aktuelle Stand. Flur. So sieht die Küche jetzt aus. Mein Zimmer. Oh Mann. Sieht irgendwie immer noch so eingerichtet aus. Hier hatten wir so eine Garderobe. Wow. Guten Morgen. Es ist schon alles weg, die Wohnung ist schon komplett leer. Gestern Morgen um 8 kam das Umzugsunternehmen und hat hier wirklich innerhalb kürzester Zeit alles mitgenommen und in die andere Wohnung getragen. Ich habe da nicht viel mitgefilmt, also eigentlich gar nicht. Also ich selbst war auch noch gar nicht in der neuen Wohnung. Da fahren wir heute mal hin. Die haben da jetzt erstmal alles hingestellt, weil da noch Bauarbeiten sind. Deswegen kann man da auch noch gar nicht wohnen. Also die ganzen Möbel und so stehen jetzt irgendwie zwischen den Bauarbeiten. Ich
bin mal gespannt. Ich putze jetzt gerade die andere Wohnung, also unsere Wohnung, unsere alte Wohnung, weil wir die natürlich sauber hinterlassen müssen. Die Vorhänge habe ich jetzt auch abgemacht und wir machen jetzt eine Pause. So, wir gehen jetzt erstmal brunchen. Es ist jetzt 10 Uhr irgendwas, aber wir haben schon komplett durchgewischt, durchgeputzt und ja, essen jetzt mal was. Crazy, wie schnell das jetzt alles ging und morgen ist die Übergabe, also morgen geben wir die Wohnung ab. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, in der neuen Wohnung kann man halt noch nicht wohnen, weil da gerade Bauarbeiter sind. Deswegen ja, werde ich jetzt auch erstmal wieder in meine Heimatstadt praktisch zurückfahren. Ich weiß nicht genau, was ich am Ende noch filmen wollte. Ich glaube, ich habe irgendwie auf der Baustelle versucht, ein bisschen mitzufilmen. Aber ich zeige euch die Wohnung dann lieber erst im nächsten Vlog, wenn wir dann einrichten und so weiter und da nicht mehr diese krasse Baustelle ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die kommende Vlog-Reihe und die kommenden Wochen auch irgendwie, euch so ein bisschen beim Einrichten auch mitzunehmen. Ab nächste Woche können wir auch schon in die Wohnung rein und so ein bisschen anfangen zu sortieren und so weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles wird. Die letzte Woche war echt sehr anstrengend, muss ich sagen. Also wir waren ein bisschen zu spät dran mit dem Packen und hatten deswegen mega Stress dann. Und da das ja auch so meine erste Wohnung nach dem Ausziehen war, war es jetzt natürlich auch so ein bisschen traurig für mich, die zu verlassen. Abschied ist immer traurig, vor allem wenn es einem eigentlich sehr gut gefallen hat. Das war eine absolute Traumwohnung für die erste Wohnung. Ich freue mich aber auch mega auf die neue Wohnung. Das ist auch eine Altbauwohnung, also sehr ähnlich vom Style her wie unsere alte Wohnung. Aber klar ist man dann trotzdem irgendwie traurig, weil ich ja auch viele Erinnerungen darin hatte und es einfach jetzt für ein Jahr, eineinhalb Jahre mein Zuhause ja war. Ich kann es aber echt kaum erwarten, euch dann endlich die neue Wohnung zu zeigen und da so ein bisschen, ja, einzurichten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei meinem Instagram vorbeischauen, da update ich dann immer nochmal unmittelbarer immer in der Story. Hier mit den Vlogs dauert das ja immer ein bisschen, bis ihr dann praktisch ein Update bekommt. Ich hoffe, euch gefällt die Vlog-Reihe genauso wie mir. Ich glaube, es ist ganz cool, so diesen Prozess zu sehen, dann auch, wenn wir einrichten und so. Ich freue mich so. Und ja, bis zum nächsten Video.